Hallo und herzlich willkommen bei Minecraft Regrowth mit C des Bins und Xesor 1. Ruf All jetzt right. an! Was bin ich denn allein? Ich finde das eine sehr nette Ansage. Ja, finde ich auch. So seriös, ne? Für, ja, für mich. Als würden wir seriöse YouTuber sein oder sowas. So, jetzt komm, Bina, jetzt zeig uns erstmal dein Unterwasserlabor. Ich hab's vorhin schon bewundert. Genau, gehen wir da zuerst. Achso, ja. Wo ist die Tetris-Musik, wenn man sie braucht? Ich hatte zuerst gedacht, der Markus hat mal was Schönes gebaut. Ja, also da die Pflanzen hier werden um einiges mehr, deshalb brauche ich die Insel. Und da dachte ich mir, anstatt in die Breite zu bauen, baue ich jetzt mal ein bisschen mehr so runter. Ich wollte nicht so weit weg von unserem Hauptsitz, weil ich sonst so weite Wege habe. Ich bin faul. Ich finde sie sehr schön, muss ich sagen. Ne? Ach, den Ofen, den hast du nur umgebaut. Der war vorher oben gestanden. Genau. Oh und, Gott. Und ich habe da jetzt auch zwei Zapfhähne dran gemacht. Weil du hast hier einmal dieses Becken um ganzen... Ist da Eisen drin? Nee. Ach ja, Bina, ich hab was für dich. Warte doch mal, Markus. Um hier Barren herzustellen. Nee, Quatsch, nicht Barren, sondern Blöcke. Und hier hast du dann immer diese Schablonen, um jetzt zum Beispiel Eisenbarren oder Eisen... Spitzhacken, Gedöns Wert, und was sowas. Auch immer. Ja, genau. Und hier kann man reinreiern, wenn es einem... Genau. Hier ist es irgendwie ein Becken, was hier zu diesem Ofen gehört, aber das habe ich noch nicht wirklich benutzt. Und hier oben ist dein Lager. Genau, und da oben kommt jetzt das automatische Lager rein. Wie? Ach, du hast... Ach Gott, du fängst jetzt auch damit an. Ich steig da nicht so ganz durch. Aber jetzt, warte mal, jetzt könnte ich erstmal für den lieben Markus, weil der braucht nämlich unbedingt Öl. Ja. Welches von den 10 Trilliarden Quests, die ihr gemacht habt, ist es? Das kann ich dir sagen. Warte. Nur kurz, du kriegst auf jeden Fall von einer Quest kriegst du Öl und das brauche ich. Ja, und Öl, was ist das? Also zum Beispiel kannst du mir geben, Kapitel 5. Ja. Und zwar aus Kapitel 5. Was? Factory. Habe ich jetzt nicht verstanden. Du warst gerade abgehakt. Ja, ich weiß, ihr spielt ja auch ein anderer Idiot noch. Okay, warte mal, ich nehme mal Burnt Brick, Toneimer mit Lava. Ach, da hast du deinen Lava-Eimer her. Nee, die habe ich gerade aus der Wildnis geholt. Deswegen habe ich die auch Babina direkt in den Tank da unten reingeschmissen, die ganzen Behälter. Nein, ich meine wegen der Ding hier ist ja wurscht. Barrengussform, Spitzhackenkopfgussform. Ja. Was soll ich denn da nehmen? Und. Ach, dann nimmt man einfach alles. Also Kapitel 5 ist auf jeden Fall für mich wichtig momentan, weil ich ja so ein bisschen auf BC Factory abgehe. Koks! Ich habe Koks gefunden! Teerölflasche. Was soll ich denn nehmen? Teeröl oder Koks? Öl hört sich gut an, nehme ich. Das kriegt man immer beides, das ist ja voll merkwürdig. Ja, nehme ich auch beides. Muss ich mal kurz gucken, nicht, dass die Tasche voll ist. Ja, das wird schon... Warte mal, ich denke mal... Wir können ja einmal rüberlaufen zu mir, dann können wir auch das direkt ins Inventar bei mir da reinpacken. Genau, eine Kiste irgendwie wäre nicht schlecht. Ja, dann kann ich mir auch mal dein Raffinerie-Gelöt angucken. Gedönse. Ah ja, Bina, ich habe schon gesehen, du hast die Bienen-Quest auch abgegeben. Schau, die Bienchen sind hier. Hat der Markus auch neu gebaut? Ja, habe ich dir da rein. Fand ich sehr cool, dass du die da erweitert hast. Muss ich jetzt nochmal gucken, Bina, hast du das gelesen? Die Bienen können da nicht entfalten, das ist zu feucht dort das Gebiet und irgendwie fühlen die sich auch nicht ganz wohl. Da muss ich mal gucken. Ja, da gibt es dann Maschinen dafür, also so Heizdinge, wenn die das halt eher warm mögen oder kühler. Genau. Wenn es halt jetzt zum Beispiel so Schneebienen sind oder so ein Shit. Oder Klimaanlage, um Feuchtigkeit wegzunehmen. So Chris, was du hast, kannst du hier in diese Kiste reinpacken. Da siehst du ja schon, da sind ja viele Gedöns drin. Kann ich dir ja schon mal die Cypress Wood und sowas rauspacken und das... Ja, das muss ja Barrengussform und sowas, das muss zur Bina wieder rüber. Oh Gott. Genau. Also Bina, das ist das Teil, was ich vorhin gebastelt habe.
Okay, Welt. Ach du Scheiße. Ja, da hört es bei mir schon auf. Dafür, hier verstehe ich dann nichts mehr. Also hier mache ich zum Beispiel Öl ist hier hinten drin in dem Teil, ne? Ja. Öl wird hier rüber gepumpt in die Raffinerie. Die kann 8 Stacks Öl, glaube ich, fassen. Mhm. Dann hier hinten mache ich den Kollegen an, der gibt Energie. Mhm. Da habe ich natürlich nochmal einmal verlängert, weil du siehst selber, das sind ein paar Felder zu viel. Ja. Und da sind auch nochmal ein paar Generatoren. Boah, ich leck gerade, glaube ich, extrem. Nee, es geht eigentlich. Kann ich auf 50 bewegen. Ich schmeiß jetzt einfach alles hier rein. Kann mich gerade nicht bewegen. Hier brennt immer irgendwas. Hä, wo? Das hört sich immer an, als ob irgendwas abfackelt. Mana Weave Close, okay. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Pech gehabt. Ja, okay. Basic noch Materials and Processing. Ja, Moment. Kurz mal einloggen. Das ist so eine Kacke manchmal, ne? Ich könnte kotzen. Da Chris hat, glaube ich, von auch Probleme gehabt mit irgendwas. Echt? Du hattest auch gesagt, du hattest irgendwo warst im Glas oder festgehangen. Was? Schon gesagt. Hä? Wovon träumst du nachts? Ah! Ich hab immer noch diesen scheiß Effekt hier, ey. Ach, hier ist der Diving Suit. Ina, aha, wie sehe ich denn aus? Laufe ich hier einfach nur rum oder stehe ich hier? Oder was mache ich? Du stehst da einfach nur rum. Mach mal / home. Vielleicht steckst du hier echt irgendwie in diesem Rohr fest. Oh, jetzt geht's wieder. Oh! Kurz ins Essen, ey. Dabei bin ich auch noch voll verhungert hier in dem Drecksladen. So, ich komme wieder zu euch. Moment. Jetzt habe ich lauter Sachen bekommen. Ja, wenn die Micha wieder da ist, dann muss die uns mal was Leckeres kochen. Yes, yes, yes. So, und auf jeden Fall... Ah, du hast das schon angemacht? Nee. Doch, hast du. Nee, du hast es angemacht. Ah, jetzt ja, auf jeden Fall. Nee, der ist nicht an, genau. Zack, und hier machst du halt die Pumpe an, die pumpt das dann wieder rüber und dann hast du Benzin. Okay. Mhm. Die Raffinerie, die wird halt nur gespeist von den drei Motoren hier hinten. Und da habe ich extra diese Energiepipes gelegt. Mhm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal Energie, egal was wir haben, wofür wir es brauchen, aber wir haben Energie ohne Ende, solange wir halt eine Ölquelle haben. Das trifft sich gut, weil wenn du dich mit so einem Kram auskennst, kannst du ja mal schauen, ob du uns vielleicht ein ME bauen kannst. Also bis jetzt läuft das ganz gut. Es ist nicht schwer, finde ich, wenn man das einmal verstanden hat, alles. Ja, deshalb, ich wusste... Weil wie du siehst, ja, damit schon... Dass ich das nicht anfangen sollte, weil... Also irgendjemand anders wird's machen. Dafür bist du Botania-Psycho. Ja. Ja, aber das ist auch... Guck mal, ich bin ja ein Mädchen, ja? Und Botania ist mit Blumen. Du bist ein Junge. Chris ist ein Junge. Ihr seid für so technischen Kram und... Weißt du? Und ich bin für gar nichts zuständig, weil ich bei allen aussteig. Ich hab doch gesagt, du und Markus. Markus und Chris. Da ist aber nur ein Fluid-Tank rausgekommen. Ach, das Öl. Oh, 16.000. Viermal. Ich hab's dir reingelegt in die Kiste. Ah, perfekt. Cool. So. Und irgendwelche Rohre und Verbrennungsmotoren und... Ja, Blacksmith ist, glaube ich, wieder für Bina. Blacksmith? Blacksmith ist ja nicht wieder. Nee, den Scheißtrick brauch ich nicht. Ja gut, dann hau ich nachher woanders hin. Sehr gut, dankeschön. Guck mal, man sieht von hier sogar das Öl. So, wo das ist, krass. Da unterirdisch. Das ist so ein großer schwarzer Fleck. Siehst du den? Ich sehe nichts. Schau nicht. Guck mal, ihr seht doch, dass hier der Grund vom Meer, dass der hier so ein bisschen ansteigt, ne? Eine andere Sicht als wir? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Anscheinend. Ich sehe gar nichts. Okay. Aber ich möchte mal was anderes gucken. Und zwar... Die Biene hat doch da lauter schöne Pflanzen gepflanzt. Ich mach mal kurz das Öl da rein. Markus, hast du Glowstone? Ich habe also so fertige Bobbles oder so. Boah. Ich hab welche oben in meiner Kiste, wo wir schlafen. Meinst du diese kleinen Noobs? Chris, hast du normalen Glowstone oder diese kleinen Dinger? Normalen Glowstone habe ich. Ach so. Nicht die kleinen reichen mir schon. Hast du jetzt in deinem Inventar?
Ah, sehr gut. Dann schwimme ich da nämlich jetzt mal hin und beleuchte das. Atemberaubend. Weil da könnte ich auch mehr Raffinerien anschmeißen, wenn ich da eine Ölquelle habe, weißt du? Hä? Ich hoffe mal, es ist Öl. Was ist es denn? Bina, wie mache ich denn aus Essenzen dann irgendwelche Barren? Warte, ich komm gleich. Okay, es ist kein Öl. Schade. Ja, es ist dieses komische Abyss-Stein da. Boah, hier sind lauter Sachen drin. Aber Energie kannst du auch über Solar herstellen, ne? Ja, Solar-Dinge. Das wäre vielleicht sinnvoller, weil das habe ich vorhin auch mal gesehen, Markus. Aber du wolltest mich ja nicht suchen lassen nach einer Lösung. Ja, ich wollte nur, dass du weißt, wie Öl aussieht, wenn ich... Aua! Ich hab nichts zu essen. Hier! Oh nein! Oh nein, sterbe! Da! Es sammelt sie nicht auf. Doch, jetzt. Boah. Solar ist ja immer besser, aber... Dankeschön! Dankeschön! Ja, besser als Öl. Auf jeden Fall. Benzin! Ah. So, also, wir machen jetzt hier... Du hast einen Solarwagen und nicht einen Benziner. Aus Essenzen. Was möchtest du denn machen? Ich will aus Essenzen einen Barren machen. Ja, was für einen Barren? Ist das wichtig? Ja, ich muss ja wissen, ob du Gold brauchst oder Eisen. Nimm aus dem jetzt erst wieder auf, ich weiß auch nicht. Kupfer brauche ich. Kupfer, okay, dann kommen Sie mal mit. Ja, da habe ich hier schon eingesammelt, aber ich nein, nein, brauchst du gar nicht. Hätte ich noch 10, wenn du möchtest. Folgen Sie mir unauffällig. So, gehst du hier hoch in den ersten Stock? Eieieiei. Jetzt mal gucken, wo da drin ist. Da ist es, oder? Da, ja, hier. Kupfer. Okay, und dann nimmst du jetzt 8 Stück raus. Ich brauche aber mehr. Ich will dir doch nur zeigen, wie es geht. Wie viel habe ich denn jetzt? Sag mal, das hat jetzt ewig gedauert, bis das Fenster aufgegangen ist. Wo sind meine Essenzen? Die sind alle weg. Hallo? Solar können wir erstmal knicken, dafür brauchst du Osminium oder sowas. Ach, ich habe die reingepackt jetzt wahrscheinlich, die Essenzen. So, ja, und jetzt hat? Entschuldigung. Okay. So, jetzt gehst du hier ganz normal in die Werkstation. Ja. Und legst die einmal rundherum. Ah. So. Oh, da kommen aber. Ja, ja, aber warte. Das wird noch viel cooler jetzt. Kommen Sie mit. Hast du eine Crush-Station oder was? So, jetzt gehst du hier, klickst du hier auf den Schmelzereikern. Ja. Und machst. Und machst den Kupfer da rein. Links in diese, genau. Kannst du alles voll machen. Blub. Ja. Mehr habe ich nicht. Jetzt musst du kurz warten, jetzt schmilzt er das. Ja, es wird jetzt eingeschmolzen. Sehe ich das? Wie siehst du das? Ja, du siehst, wenn du hier auf den Kern drückst, siehst du dann neben diesen roten Balken, der so hoch geht. Neben den Kupfererzbarren. Jetzt sehe ich es ja in den kleinen. Da siehst du Dingern, den Fortschritt. Und in der Mitte, da siehst du ja dieses Fass. Mhm. Ja, und da wird dann auch angezeigt, was wo drin liegt. Und dann kannst du dir hier die Barren schmelzen, weil mit diesem Schmelzen kriegst du nämlich mehr raus, als wenn du die ganz normal auseinander nimmst. Alles klar, das hört sich ja vernünftig an. Und wenn du jetzt halt einen Barren brauchst, nimmst du hier die Barrenschablone. Wenn du einen Block brauchst, dann einfach hier den Hahn aufdrehen. Okay. Na komm schon. Steigt, meine Balken, steigt. Ich hätte eigentlich noch ein Erzdingens. Aber jetzt, wenn die fertig sind, ja, dann hole ich da noch mehr. Ja, ja, du kannst dir da ruhig rausnehmen, wie viel du brauchst. Ich wollte dir nur mal zeigen, was zu tun ist. Cool. Hopp. Gleich ist es fertig. Mach's fast voll. Go, go, go. Aha. Aha. Siehst du? Und da kannst du dann auch sehen, geschmolzener Kupfer so und so viel. Genau. Genau. Ploing. So geht das. Ploing. Das dauert schon ein bisschen. Ja, aber du kriegst halt wirklich mehr raus. Viel mehr.
Das schaut total witzig aus. Ja, ich find's irgendwie auch cool, weil es halt so echt wirkt. Naja, der Kupferband, der schaut irgendwie so ein bisschen aus. Kennst du noch Wolfenstein 3D? Ja. So ein bisschen so diese Hundenäpfe, die da rumgestanden sind und sowas. Genau so schaut es aus. Ja, die Textur von den Dingern ist nicht so schön, ne? Nein, aber das erinnert mich an meine Jugend, Mann. Da hat alles so ausgeschaut in der virtuellen Welt. So, jetzt muss ich nochmal neu machen. Linksklick. Und das kannst du halt auch mit Gold machen, mit Eisen machen. Lustig bist. Hui. 12 Stück. Ja, während ich das hier jetzt schmelzen lasse wieder, kann ich ja ein paar andere Sachen machen. Oh, es funktioniert sogar. Wie geil ist das denn? Okay. Aha, wer von euch geht denn gerne ins Nether? Klaas. Ja, ich würde da schon hingehen. Aber ich brauche erstmal Glas jetzt. Irgendjemand Glas hier? Ich hab noch Glas. Nee, doch nicht. Scheiße. Warten, Kacke. Was ist denn Kacke. Das? Was ist denn das für eine krasse Kiste hier? Die du da hast. Compartment. Welche? Compartment. Ach, die, wo du die Sachen so einteilen kannst, ne? Ja. Ja, die ist cool. Sehr witzig. Ja, hier gibt's so viel Zeug, Mann. In der Tat. Ja, aber du brauchst Dings Leuchtesteine. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Glowstone meinst du? Glowstone, ja. Nee, Glowstone können wir herstellen mittlerweile. Oh, na toll. Nee, was wir brauchen könnten, wäre Stahl. Und ich glaube, dass es im Nether Stahl gibt. Stahl wäre echt geil, da kann ich meine Sachen mal wieder reparieren. Ja, dann kann ich uns nämlich mal komplett neu ausrüsten. Ja, das mache ich in der nächsten Folge, aber haben wir das noch... Das wäre mal richtig schick. Hat irgendjemand noch Glas rumliegen? 9 Stück habe ich in der Tasche. Glasblöcke? Ja. Oh, das wäre super. Wo bist du? Hui, hui, hui. Ich reiß hier gerade alles ab. Ja, scheiße. Günni muss ich jetzt da drinnen lassen. Den kann ich nicht... Den habe ich vorhin auch schon gesehen. Transportieren. Weißt du, wie der bei mir ausschaut? Bei dir auch? Wie so ein... wie heißen die? Die von Star Ewoks? Wars. Nein, nicht Ewok. Die kleinen. Die... ich weiß nicht, wie die heißen. Die dünnen Viecher da. Ach so, ja. Ich habe dieselbe Textur. Mit diesen gelben Augen und diesem braunen Umhang, ne? Genau. Ja. Bei mir hat er aber auch noch so eine blaue Hose an. Ja, genau, bei mir auch. Ja, ist bestimmt ein Farmer oder so. Hä, wie bist du Ach nee, das ist so ein... Du bist doch voll der Cheater. Nee. Wie bist du auf das Glas hochgekommen? Ja, ich hab doch diese Flügel. Aha, ich hab doch diese Flügel. gib mir mal das Glas, du Cheater. Ach so, ja, Glas. So voll trocken, so, ich hab doch die Flügel. So. So, jetzt guck ich mal, ob das wirklich funktioniert. Ey, hier steht alles rum, aber nirgendwo eine Werkbank, echt wahr. Muss ich da noch hier rüberlaufen und dann da wieder rauf und dann da wieder rüber und dann da hinten. Jawohl. So, Werkbank, juhu. So, Leute. Auch Erde. Hahaha, es hat geklappt. Pass mal auf. Warte mal. Hihihi. Warte mal, nein, stopp. Vielleicht krieg ich es noch ganz irgendwie hin. Bina, wie kann ich denn das Fluid hier, gar nicht Fluid. Leder. Items sortieren, wenn ich es nicht besitze. Also zum Beispiel Flüssigkeiten kann ich ja nicht immer im Inventar haben, um sie zu sortieren. Sortiersystem, weißt du, was ich können meine? Können wir irgendwie Leder herstellen? Habe ich ja da auch schon gefragt. Mit verrottetem Fleisch im Mana-Pool, hat sie gesagt. Okay, gut. Mana-Pool. Muss ich vorher auch nicht.
Nochmal, Markus, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was du gerade von mir wolltest. In den Pipe-System, was wir haben. Yes. Da haben wir doch die Sortierungen. Und wenn ich doch eine Sache nicht bei mir habe, wie kann ich denn das als Kriterium angeben, dass es sortieren soll? Ja, wenn du sie nicht hast, dann kannst du ihm auch nicht sagen, dass er das sortieren soll. Ich möchte zum Beispiel, guck mal, ich habe immer das Problem, wenn ich die hier nicht anschmeiße, die Pumpe, ne? Mhm. Dann drückt er das, was hier produziert wird, wieder zurück. Weil die ja logischerweise läuft. Ja, ja. Das heißt, ich möchte, dass also das zum Beispiel ab hier... Also du brauchst praktisch hier einen Stopp, brauchst du, ja? Genau, und dass ich möchte, dass er jetzt gleich hier... In einem blauen Punkt möchte ich nur noch, wo ich jetzt draufstehe, da möchte ich nur, dass er da Öl reinpumpt. Ja, warte, lass uns erstmal eins machen, ja, weil das ist mir alles zu viel hier mit dem Technik-Scheiß. Also, du willst jetzt hier auf diesem Rohr hier, ja? Nur Öl haben. Wie nur Öl? Da ist doch Öl drin. Ah, genau, aber ich möchte jetzt hier einen Abgang haben, weil das benutze ich nämlich... um solche Glasbehälter leer zu pumpen, weil ich habe keinen Bock, die mal mit Eimern rauszuschieben. Ja, aber wo, in welches Diamantrohr soll denn jetzt eine Veränderung? Guck, hier, das Diamantrohr, ja. Das soll nur Öl haben. Das heißt, ich brauche eigentlich nur eine Veränderung hier, in diesem Bike hier. Das Blau nach Öl pumpt und das quasi Weiß was anderes Treibstoff. Pumpt. Mhm. Deswegen verbinde ich die jetzt auch mal gerade. Kann mir vorstellen. So, doch, das ist ein diamantenes Flüssigkeitsrohr, okay. Umgewandelt habe ich die alle, das sollte eigentlich alles korrekt sein. Eine gute Frage. Aha. Der Markus hat nochmal so eine Mana-Stahlrüstung hier drin rumliegen. Ja, das war die schlechte. Ja. War gut, dass jemand meine Sachen durchstöbert. Aha, aha, aha. Ja, naja, ich hab kein Problem damit. kurze Frage: verrottendes Fleisch? Ja. Monsterfalle. Monsterfalle. Müsste noch ein bisschen was drin liegen. Sortiert Flüssigkeiten. Okay, aber wie? Also ich möchte es einfach nur so haben wie bei unserem normalen System. Ja, ich weiß, wie du das haben willst. Ich weiß nur nicht, wie es funktionieren soll. Was ist denn das? Ehrlich gesagt. Weil ich habe das Problem, das ist ein Denkfehler. Ich kann ja schlecht sagen, er soll einen Eimer mit Öl da sortieren, weil den könnte ich ja theoretisch haben. Oder einen Eimer mit mit Flüssigkeiten hier, Treibstoff. So. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er das dann genau so auch macht mit Treibstoff und Öl. Weil man kann ja kein rohes Öl in der Hand haben und sagen, sortier das. Ja, deshalb. Das dauert jetzt. Aber, Leute, bevor es dann in der nächsten Folge weitergeht, würde ich mal sagen, wir verabschieden uns hier ein bisschen. Und, schau mal, Markus. Ben? Hallo. Du hast irgendwie einen komischen Kopf. Ja. Ah, du hast den Big Daddy Helm. Ja. Yeah. Das ist dieser Taucherhelm. Aha. Aber die andere Rüstung, die ist noch in Arbeit. Okay, sehr gut. So, alles klar. Dann würde ich mal sagen, tschüss. Ich schaue total zusammengewürfelt aus. So die rote Deadpool Anzug, dann mit diesem komischen Kleid. Wieso schaut es aus wie ein Kleid? Es soll doch eine Rüstung sein. Voll merkwürdig. Also, ciao!